Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich. Guten Tag, liebe Hörer, ich grüße Sie an diesem 16. Juni 2024. Der Sommeranfang steht bevor und für den Kontrafunk ist der Sommeranfang, der längste Tag des Jahres, ein Fest- und Feiertag. Denn, wie Sie wissen, haben wir am 21. Juni 2022 unseren Sendebetrieb aufgenommen. Ja, und das heißt, jetzt kommt schon unser zweiter Geburtstag. Am Freitag ist es soweit und wenn Sie in der Messe Dresden dabei sein wollen und noch keine Karten haben, dann ist es jetzt höchste Zeit, sich darum zu kümmern. Wir haben schon 3000 Leute im Saal, aber ein paar Plätze gibt es noch und die können Sie kaufen unter kontrafunk.radio/supergala. kontrafunk.radio/supergala. Die Show beginnt um 19 Uhr und vorher, ab 16 Uhr, gibt es einen kleinen Markt im Foyer. Da können Sie Bücher und Werbematerial und Fanartikel erwerben, aber auch landwirtschaftliche Produkte von kleinen und feinen Erzeugern. Und Sie können auch den einen oder anderen Kontrafunker treffen, wenn er sich nicht gerade auf seinen Auftritt vorbereitet. Und wer ist denn nun dabei? Uwe Steimle, Peter Hane, Jan Zong-King, Uwe Tellkamp, Katrin Huss, Matthias Burchardt, Marco Riemer, Andreas Thiel, Benjamin Golme und Marcel Jopper. Also machen Sie sich auf ein dreistündiges Esprit-Feuerwerk gefasst und freuen Sie sich auf einen Abend unter Gleichgesinnten, aber auch unter Verschiedengesinnten, denn das ist doch das Besondere am Kontrafunk, dass wir überhaupt noch einen zivilisierten Austausch pflegen und so etwas wie geistige Freiheit in Anspruch nehmen. Bevor wir mit der Sonntagsrunde die Probe aufs Exempel machen, kommt hier erstmal die Werbeansage, denn diese Sendung wurde mitfinanziert von der Winkelmann-Gruppe in Sachsen-Anhalt. Die Winkelmann-Gruppe betreibt dort Apotheken und Pflegedienste und ist ihr kompetenter Ansprechpartner für Fragen rund um Gesundheit und Pflege. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter winkelmann-gruppe.de und Winkelmann wird mit CK geschrieben. Meine Gäste heute sind Harald Edelfeder Martenstein, regelmäßig in der Welt und in der Zeit zu lesen und auch im RBB auf Radio 1 zu hören. Henning Rosenbusch, einer der akribischsten und erfolgreichsten deutschen Journalisten auf der Corona-kritischen, vom Mainstream diffamierten und marginalisierten, aber umso hartnäckigeren und tapferen Seite, sowie Markus Fahlefeld, politischer Kommentator und Essayist, der mit Mal eben kurz die Welt rettet, vor 7 Jahren und Macht hoch die Tür vor 6 Jahren 2 bleibende Werke der Zeitgeistanalyse verfasst hat. Und außerdem ist er unser kulinarisches Weinblatt im Kontrafunk und produziert die wöchentliche Sendung Leib und Speise. Also willkommen, ihr Lieben. Ich will mich ab jetzt bemühen, in leichter Sprache zu reden, so wie die Tagesschau. Markus ist mein Freund. Er schreibt oft komplizierte Sätze. Manche Leute finden die klug, aber andere Leute mögen Klugheit nicht. Sie sagen, sie verstehen Markus nicht. So, Markus, was machst du jetzt? Was soll ich denn damit anfangen? Also, okay, ich gehe jetzt auf dein Niveau runter, sage ich jetzt mal, oder hoch, ich weiß ja gar nicht. Du hast gerade in einfacher Sprache gesprochen. Ich habe mich bemüht, ja. Ja, genau. Du meinst sicherlich damit die Tagesschau, die es jetzt auch in einfacher Sprache gibt. Also, ich würde dir antworten, Burkhard ist mein Freund, aber Freunde müssen zueinander halten. Wenn Burkhard nicht zu mir hält, finde ich Burkhard total doof und er ist nicht mehr mein Freund. So, ganz einfach. Und ich sage das deswegen, weil es ist wirklich eine Ansage der Tagesschau in einfacher Sprache. Die Wortworte, ich habe sie mir rausgeschrieben. Indien, es ist viel zu heiß. In dem Land Indien ist es im Frühling immer heiß, aber jetzt gerade ist es richtig schlimm heiß. Wortwörtlich. Das ist die Tagesschau in einfacher Sprache. Ich meine, wir hatten früher die Sendung mit der Maus und die Sesamstraße. Ich glaube, wir kommen alle aus der Generation, wo wir damit aufgewachsen sind. Und da wurden die Zusammenhänge ja auch in kindgerechter Sprache dargestellt. Aber dass die Tagesschau da macht, ist wirklich an Unterkomplexität und eigentlich auch fast ja sprachlicher Verdummung gar nicht zu überbieten. Andererseits, 17 Millionen Menschen, sagt die ARD, 17 Millionen Menschen, die eben Schwierigkeiten beim Textverständnis von Nachrichtensendungen haben. Und also das ist, glaube ich, das Dramatische. Ich glaube das nicht mit den 17 Millionen. Ja,
Aber das sagt die ARD. Genau, genau, um der Sache Momentum zu verschaffen. Harald Martenstein, ich glaube, Sie haben auch ein bestimmtes Gefühl zu Sprache, deswegen sind Sie vielleicht der Richtige, den ich hier fragen kann. Ich erinnere mich, das ist ja nicht das erste Mal, dass es losgeht mit leichter Sprache. Beim Deutschlandfunk, damals war ich noch dabei, haben die auch, das ist schon Jahre her, ganz stolz verkündet, dass sie also jetzt Sonderausgaben von Nachrichten in leichter Sprache machen. Und ich weiß noch, dass ich mich so ein bisschen geschämt habe, das richtig, richtig doof zu finden. Weil natürlich, dann denkt man an Behinderte und man will gut sein, aber dieses Gutsein ist irgendwie eine erhöhte Form von Doofsein, oder? Naja, also ich habe das gleiche zwiespältige Gefühl wie Sie bei der einfachen Sprache. Ich habe auch absolut nichts dagegen, dass man es Menschen leichter macht, die es nicht schaffen können, aufgrund einer Krankheit, aufgrund einer Behinderung, weil sie das intellektuell nicht hinkriegen, mit komplexer Sprache umzugehen. Das ist schon ganz ehrenwert. Ich kenne als Vater aber auch Kindersendungen, Sendungen mit der Maus, Sesamstraße und so weiter. Und ich kann Ihren Eindruck bestätigen, dass die wesentlich komplexer sind, diese ja. Kindersendungen, als das, was die Tagesschau so macht. Also die Tagesschau in einfacher Sprache, pardon. Also das ist schon, fordert die Vierjährigen schon mehr, ja. Und das Ziel des Umgangs mit allen, die es schwerer haben, seien es Kinder, seien es Erwachsene mit einem Handicap, wie man heute sagt, muss ja sein, dass man so ganz ein wenig besser wird durch Anstrengung, durch Bildungsanstrengung, die man, glaube ich, mit jedem geistigen Rüstzeug unternehmen kann und die immer was bringt. Und das, was ich an unserer Gesellschaft so in den letzten Jahren bedauerlich finde, ist, dass Anstrengung und sich Mühe geben und über sich hinauswachsen etwas ist, das in allen möglichen Spielarten und auf allen möglichen Schauplätzen nicht gern gesehen wird. Mir fallen da spontan die Bundesjugendspiele ein. Ich habe einen bald 10-jährigen Sohn, der im letzten Jahr noch zum letzten Mal die Bundesjugendspiele in der unserer Generation und auch den jüngeren Generationen gewohnten Weise erleben durfte. Er sprang und lief und da wurden Weiten gemessen und Zeiten gestoppt. Und wer gut war, bekam eine Ehrenurkunde, die anderen bekamen eine Urkunde. Und die, die es nicht geschafft haben, die bekamen halt nichts. Und um den Menschen diese Kränkung zu ersparen, den jungen Menschen diese Kränkung zu ersparen, kriegen jetzt alle Urkunden. Und die Weiten beim Weitsprung werden zum Beispiel nicht mehr gemessen. Nochmal kurz zurück vom Sport zur Sprache. Und zwar Sprache, wir bemühen uns ja alle möglichst schön und differenziert zu sprechen und zu schreiben, denke ich mal, als Medienleute, als Autoren. Und jetzt nehme ich eine gewisse Lust an einer perversen Machtausübung wahr hinter diesem ganzen leichte Sprache-Ding, weil wir wissen ja eigentlich alle, wie man, also sollten es wissen, wie man schön und differenziert spricht, aber jetzt kommen Leute mit dem unangreifbaren Impetus, wir tun etwas Gutes und zwingen alle anderen unter ihrem Niveau zu bleiben. Und das ist so ein bisschen pervers, oder? Naja, man ist ja nicht gezwungen, die Tagesschau in leichter Sprache zu hören. Es ist vielleicht der nächste Schritt, dass man die normale Tagesschau, die in nicht leichter Sprache abschafft und alle in einfacher Sprache aus Gerechtigkeit und um niemanden zu diskriminieren. Also vielleicht hätte ja auch ein Mensch ein schlechtes Gefühl, wenn sein Nachbar die normale Tagesschau sieht und er selbst schafft sie eben nur in einfacher Sprache. Und um diese Demütigung der Menschen zu ersparen, müssen es halt alle in einfacher Sprache. Das wäre der logische nächste Schritt. Der kommt. Bringen Sie die nicht auf Ideen jetzt. Ja, ich habe so häufig in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass Dinge Realität werden, die ich Jahre vorher in irgendwelchen satirischen Zusammenhängen verwendet hatte. Und ich glaube tatsächlich, dass ich sowas wie Nachrichtensendung in einfacher Sprache, ich bin ja lange auf der Piste, also ich schreibe wirklich schon sehr, sehr lange meinen ersten Zeitungsartikel, 72 oder so. Ich glaube, ich habe meine lustige Kolumne darüber geschrieben, wie Nachrichten wären, wenn man sie so ganz simpel und einfach aufschreibt. Das muss so 1980 oder so gewesen sein. Oh Gott, oh Gott. Ich muss die mal wieder raussuchen. Und das ist also die Realität. Henning Rosenbusch, auch ein Mann des Wortes natürlich. Im Grunde hat das Ganze ja angefangen auch schon mit der Rechtschreibreform. Da war ja derselbe Impetus. Wir wollen es leicht machen, wir wollen niemand benachteiligen. Schüler kriegen Fehler nicht mehr angestrichen. Das Ergebnis ist, dass also nur ein Sprachbrei entstanden ist, eine Regellosigkeit. Also als ich das jetzt das erste Mal gehört habe, habe ich mir nur gedacht, ja okay, jetzt offenbaren sie sich aber in ihrer Propaganda nochmal um eine Klasse mehr, weil
gerade das Beispiel, was gerade Herr Wahlefeld vorgelesen hat, also mit dieser Hitze in Indien. Also selbst wenn das jemand ist, der diese Art Ansprache braucht, in diesem Tempo, selbst der muss sich doch dabei irgendwo verballhornt vorkommen. Also ich kann auch diese Zahl, die vorhin genannt wurde, 17 Millionen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bevor ich zum Corona-Schwurbler oder Schweden-Schwurbler mutiert bin, war ich ja für die Lokalpresse viel unterwegs, jahrelang und viel draußen und auch in Heimen und auf Veranstaltungen mit Behinderten und in solchen Schulen. Also wie man da auf 17 Millionen kommt, weiß ich nicht. Und meine Erfahrung sagt allerdings auch, dass da das Interesse an diesen Themen, die die Tagesschau da gerne an die verkaufen würde, doch eher gering war. Aber es sind ja, glaube ich, gar nicht die geistig Behinderten. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Ausdruck überhaupt noch verwenden darf, sondern... Darf man nicht. Darf man nicht, ne? Was sagt man jetzt? Die Herausgeforderten oder... Ja, oder wie gesagt, mit Handicap oder seelenpflegebedürftig oder so. Ja, aber die sind es ja gar nicht. Die sind ja gar nicht gemeint. Genau. Es sind ja die Migranten, ne? Machen wir uns nichts vor. Genau, die ja auch interessanterweise, davon kann ich jetzt mal ausgehen, zumindest in ihrer großen Mehrheit, gar keine Gebühren zahlen, also den Rundfunkbeitrag. Das heißt also, es wird auch für eine Zielgruppe hier produziert, die sowohl das gar nicht finanziert, davon gehe ich jetzt mal aus, obwohl es natürlich schon ehrenwert ist, wenn wir so viele sind, die eben des Deutschen nicht mächtig sind, dass wir dann noch irgendwie als öffentlich-rechtlicher Sender ein Angebot für die haben. Aber dafür gibt es ja schon Ausländerprogramme, da gibt es ja schon jede Menge in fremden Sprachen. Genau. Und es gibt das Internet. Ja. Ich meine, wenn du in deiner Sprache informiert sein willst, dann bist du natürlich im Internet und sozialen Medien und so weiter. Also du bist auf jeden Fall auch in deiner Sprache informiert. Also ich halte das Angebot, so ehrenhaft es wirklich ist, dann doch für völlig überflüssig, weil die Informationen zieht man sich nicht mehr aus dem Fernsehen, sondern inzwischen eben aus den sozialen Medien. So, jetzt gibt es natürlich einen, der die leichte Sprache beherrscht. Und der auf komplizierte Fragen eine Antwort gibt, wie zum Beispiel, nö, Harald Martenstein, Sie wissen, was ich meine. Jo. Was soll ich mehr sagen? Ich meine, ich versuche mich dem Thema anzupassen. Herr Scholz ist wirklich ein Phänomen für mich, denn es ist ihm ja wirklich bei diesem einmaligen Meisterstück, nämlich dem letzten Bundestagswahlkampf, etwas ganz Außerordentliches gelungen. Er hat wirklich diesen Job erobert und versetzt viele Menschen in Deutschland, also Monat für Monat, in Erstaunen darüber, dass ihm das gelungen ist, das zu machen. Also er hat das wirklich in einfacher Sprache auch geschafft. Und ich weiß gar nicht, ob es schon mal in Deutschland einen Politiker gegeben hat, der das so gemacht hat und damit doch eine ganze Weile durchgekommen ist. Ja, also mir ist kein Fall bekannt, dass ein Politiker tatsächlich immer wieder gesagt hat, wir machen das und dann passierte nicht irgendwie wenig, sondern es passierte eigentlich, wenn man es genau nimmt, gar nichts. Und das ist so etwas, mit dem man als Zauberer im Theater auftreten kann, mit solchen Tricks. Und es damit geschafft zu haben, Bundeskanzler zu werden und es doch jetzt doch schon so eine ganze Weile zu bleiben, das ist schon eine ganz eigene Leistung. Es ist ja auch die, wie ich immer wieder lese, die unbeliebteste Bundesregierung überhaupt seit 1949 oder seit es Demoskopie gibt. Seitdem es Wetteraufzeichnungen gibt. Ja, ja, stimmt. Ich sage das auch immer inzwischen bei allem, seitdem es Wetteraufzeichnungen gibt. Das war also das beste EM-Eröffnungsspiel der Deutschen, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. Ja, das kann man bei allem verwenden. Scholz ist eigentlich ein Phänomen, ja, ganz eigene Art, also auch anders als Merkel. Ich meine, Angela Merkel hat ja irgendwie was gemacht, ja. Naja, meistens das Gegenteil vom Angekündigten, das ist noch was anderes als nichts. Ja, stimmt, ja, also sie hatte ja diese neoliberale Phase, hat dann das Gegenteil gemacht und hat gesagt, die multikulturelle Gesellschaft ist gescheitert, was vielleicht ein bisschen übertrieben war, aber dann hat sie das Gegenteil gemacht mit den offenen Grenzen. Ja, aber sie hat zweifellos eine Spur hinterlassen insofern, als sie verschiedene Dinge getan hat, was immer man davon halten mag, sie hat was getan, während ich bei Scholz wirklich den Eindruck habe, dass er nur markige Äußerungen auf irgendwelchen Pressekonferenzen zustande gebracht hat. Markus. Ich glaube vor allen Dingen, dass das Phänomen heißt Paralleluniversum. Also wir haben eine Realität und wir haben sozusagen eine mediale Öffentlichkeit, wo eben auch die ganzen Aussagen eines Scholz dann wie Zeitenwende hineintönen, aber eben in der Realität sich eigentlich nichts verändert oder auch nichts passiert. Also es gibt so zwei Universen, so wie zwei Röhren, die eben nicht miteinander kommunizieren. Und ich
möchte das mal so ein bisschen erweitern, weil wir hatten ja am letzten Sonntag die Europawahl. Ich fand das einfach sehr lustig, Entschuldigung. Und am Dienstag, wo die Grünen wirklich das desaströseste Ergebnis abgeliefert haben, was überhaupt noch vorstellbar war für die Grünen. Gut, sie sind über 5% gekommen. Aber am Dienstag nach dieser Europawahl bekommt Ricarda Lang einen Journalistenpreis als Aufsteigerin des Jahres. Mhm. Das ist an Lustigkeit und wie gesagt Paralleluniversum ja fast nicht zu überbieten. Und ich möchte das einfach noch auch dadurch erweitern, dass am Tag zuvor, also am Montag, die Stern-Journalistenpreise vergeben wurden. Und zwar, wie es so schön heißt, für die journalistische Glanztat des Jahres. Und ihr wisst sicherlich, wer sie bekommen hat, nämlich die Süddeutsche Zeitung für ihre Aiwanger-Recherche, die ein Artikel war, der oder mehrere Artikel, die weder ausrecherchiert waren noch glücklich. Und selbst der Chefredakteur der SZ, Wolfgang Krach, hatte sich für diese Artikel entschuldigt. Und trotzdem bekommt die SZ einen Preis als journalistische Glanztat des Jahres. Und das meine ich mit Paralleluniversum. Der Stern meint, der SZ einen Preis dafür zu geben, dass sie Aiwanger klein gemacht hat. In Wahrheit hat aber die SZ Aiwanger erst so richtig groß gemacht und kriegt dafür eigentlich einen Preis. Und das ist so, wenn man das auf die gesamte Bundesrepublik überträgt, eben, dass die Medien sich Preise dafür geben, die AfD so richtig klein zu machen und damit machen sie sie in Wahrheit erst so richtig groß. Herr Ballefeld, Sie haben keine Ahnung, wie viel Arbeit so eine investigative Recherche macht, oder? Annette Dovideit. Also ich meine, dass diese Frau Annette Dovideit, die ja Vizechefin bei Korrektiv ist, Vizeredaktionschefin, dass die in der Jury saß, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Sie hat sich dann echauffiert, weil es eben Kritik gab an dieser Preisverleihung und hat dann den Journalisten, die das kritisiert haben, gesagt, ja, sie wüssten eben nicht, was für eine Arbeit so eine investigative Recherche macht. Harald Martenstein, Sie haben ja ein bisschen Redaktionserfahrung, wie sowas läuft. Speziell bei diesem Preis, ich glaube, da wurde sogar verdeckt abgestimmt. Also das haben die jetzt sehr, sehr, sehr mit spitzen Fingern gehandelt. Also die Voten wurden bei einem Notar hinterlegt. Man weiß also nicht mal, wer wofür gestimmt hat. Nur der Notar weiß es. Ja. Ich fand die Prämierung von Ricarda Lang eigentlich so unlogisch auch wieder nicht. Sie wird ja als Aufsteigerin des Jahres preisgekrönt. Nicht deswegen, weil sie besonders erfolgreich gewesen wäre in dem, was sie tut, sondern so verstehe ich das dafür, dass sie eine unglaublich unwahrscheinliche Karriere hingelegt hat. Und das ist doch so. Ich meine, Politikerkarriere mit diesem Bildungshintergrund, über den sie verfügt, mit den rhetorischen Fähigkeiten und der geistigen Beweglichkeit, über die sie verfügt, die ist doch irgendwie unwahrscheinlich. Das sind unglaubliche Karrieren, die da gemacht wurden. Allerdings Karrieren, die vor allen Dingen auf der Tugend des politischen Gehorsams und der Anpassung an geforderte Meinungsspektren entstanden sind. Ja, das ist der Treibstoff, der diese Karrieren zum Laufen bringt. Also Markus Verhallefeld hat gerade das Wort Paralleluniversum in den Mund genommen und ich glaube, das ist die Überschrift unserer Sendung. Es ist mittlerweile die Überschrift unseres Jahrzehnts oder der Lage, in der wir hier stecken mit all diesen kognitiven Dissonanzen. Also das Paralleluniversum, das ist überall zu Hause. Das ist zu Hause zum Beispiel, es ist ja relativ kühl gewesen dieses Frühjahr. Ich meine, das wird niemand bestreiten können. Gleichzeitig tröten die Medien nach wie vor, es sei das Wärmste. Wir haben schon Witze gemacht seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ne? In der Schweiz findet eine Friedenskonferenz statt. Ein Frieden soll hergestellt werden mit abwesenden Kriegsparteien, also zumindest einer. Also zwei führen Krieg gegeneinander und der eine wird nicht eingeladen, das nennt sich Friedenskonferenz. Also worüber wollen wir reden? Es gibt so viele Paralleluniversen, die wir hier abzuhandeln haben. Ja, wir können doch mit der EU-Wahl anfangen. Das ist für mich das schlimmste Paralleluniversum oder was man da jetzt eben wieder miterleben muss, mal von dem phrasenhaften Wahlkampf und den nichtssagenden Plakaten und Themen gegen rechts, was auch immer das ist und für Frieden. Das war ja schon unwürdig, was da gelaufen ist. Ja, aber was jetzt passiert, ja, also was da in diesen Hinterzimmern gerade ausgefochten wird, und es dringt ja Gott sei Dank auch was an die Öffentlichkeit. Und manche brauchen ja auch die Öffentlichkeit vielleicht, um ihren Kandidaten da jetzt durchzubringen. Aber das zeigt doch einfach diese ganze Farce, diese Wahl der EU mit diesem Parlament ohne Initiativrecht, ohne Haushaltsrecht.
Und jetzt, wer wird der Chef der Kommission? Und das Hauen und Stechen hat begonnen. Und siehe Frankreich, also wo der Chef der Republikaner irgendwie von seinem Parteivorstand irgendwie ausgestoßen wurde, wo jetzt wiederum ein Gericht gesagt hat, das ist nicht in Ordnung. Warum? Was hat er getan? Er hat eben überlegt, ob er mit der Le Pen zusammengeht. Also es scheint, als ob dieses Wahlergebnis, ja, und auch die Frau Baerbock wird übrigens genannt als mögliche Nachfolgerin von Frau von der Leyen. Also es scheint, als ob dieses Wahlergebnis und wie da gewählt wurde, so überhaupt gar keine Rolle spielt. Da wird zwar viel drüber geredet in irgendwelchen Talkshows, dass da viel falsch gewählt wird, vor allem im Osten des Landes. Aber im Grunde spielt es doch gar keine Rolle, wie diese Wahl ausgegangen ist. Naja, ich sehe das etwas weniger, ich sag mal, empörend als du, Henning, aber ich war eigentlich über die Wahlen ganz erfreut. Also erstmal, dass es sie gab, ist ja immer, Wahlen finde ich immer lustig, im Sinne von, dass man dann so ein bisschen merkt, wie es im Volk gerade so tickt. Ich fand das Ergebnis ganz befriedigend. Ich meine, es wird ja überall von Rechtsruck gesprochen, was in dem Sinne gar nicht stimmt. Es ist einfach ein ganz normales Ergebnis und ich finde, dass die rechten Parteien irgendwo die Macht übernommen hätten, stimmt ja auch überhaupt nicht. Aber ich finde eben, dass wir so eine Normalität bekommen, die diese Wahl zeigt, dass dann gleichzeitig 3 Tage nach der Wahl das Ergebnis nicht mehr, vielleicht ist es nicht mehr opportun, auf jeden Fall in den Medien auch nicht mehr gehandelt wird. Also das Ergebnis wird natürlich zu nichts führen, das wissen wir eigentlich auch alle. Also dass diese Wahl so eine Art Testlauf oder lustiger Zeitvertreib war, das kann man sehen, wie man will. Aber dass sich was ändert, das definitiv nicht. Wie gesagt, ein paar Posten werden neu verteilt. Aber wie gesagt, du hattest es gerade schon erwähnt, die französische Geschichte, wo Marine Le Pen einfach unter der Rassemblement National eben so stark geworden ist, das ist, finde ich, eine Blaupause, weil in Frankreich heißt es ja Cordon Sanitaire, also was wir in Deutschland die Brandmauer nennen, dass eben die gesamte bürgerliche bis links radikale Parteienlandschaft sich zusammentut, um eben Marine Le Pen von der Macht abzuhalten. Und das ist bei uns eben die Brandmauer. Und sobald einer sich hervorwagt und diese Brandmauer nicht anerkennen will, und das hat eben der Chef der Republikaner, der Eric Ciotti, gemacht, dann ist er weg vom Fenster. Der ist aus der Partei ausgeschlossen worden. Und das ist natürlich auch ein Signal an Friedrich Merz und an die CDU, eigentlich an jede bürgerliche Partei in einem größeren europäischen Land, in Holland oder in anderen Ländern mag es anders aussehen. Aber an Friedrich Merz ist es definitiv ein Signal, wenn du auch nur wagst, diese Brandmauer aufzulösen, bist du weg. Das heißt, jetzt haben wir das interessante Phänomen. Selbst die bürgerlichen Kräfte haben überhaupt kein Problem, sich mit den Linksradikalen zu verbinden. Also jetzt einmal vom Parteienspektrum. Und da sind wir wieder an diesem Bild, was bei Angela Merkel, wir hatten sie ja gerade schon ins Feld geführt, bei der Wahl in Thüringen, wo ein FDP-Ministerpräsident gewählt wurde, aber sie dann doch lieber einen Bodo Ramelow vorzieht von den Linken, also von den Kommunisten. Und das ist natürlich der Irrsinn, den wir gerade erleben. Und der wird sich natürlich in den nächsten Jahren nur sehr langsam abbauen. So, Harald Martenstein. Naja, also ich würde der These widersprechen, dass sich durch die Europawahl nichts geändert hat. Also wir sehen ja, dass sich in Frankreich sehr wohl große Veränderungen ankündigen. Es wird Neuwahlen geben und aus diesen Neuwahlen wird das Rassemblement National mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als erfolgreichste Partei hervorgehen. Die Partei wird möglicherweise den Ministerpräsidenten stellen. Das ist schon eine Veränderung. Das wird ein rechter Ministerpräsident in Frankreich in Kombination mit Meloni, in Kombination mit dem, was in den Niederlanden jetzt passiert ist. Da verändert sich schon die europäische Landkarte politisch gesehen. Und das läuft, wenn das so weitergeht, in diesem Tempo auf eine Isolation Deutschlands natürlich hinaus. Ich muss auch sagen, was die Wagenknecht-Partei angeht, sträubt sich in mir doch einiges dagegen, die einfach routiniert so unter dem Linksradikalismus abzuheften. Denn wer das Buch von Sarah Wagenknecht gelesen hat, ich habe es getan, der sieht natürlich, dass da eine Hellsicht in die Gefahren von Massenmigration vorhanden ist und in Delegitimierung der einfachen Leute und ihres Lebensstils, dass es anderswo im Parteienspektrum selten gibt. Und Wagenknecht selbst hat ja keine Brandmauer errichtet zur AfD zum Beispiel, ist durchaus bereit, mit denen zusammenzuarbeiten. Auch das verändert natürlich ein bisschen die politische Landschaft.
Naja, sie selbst nicht, aber ihre Leute schon. Ne? Genau. Ja, und sie selbst lässt das ja durch die Blume so durchblicken. Also jetzt wollen wir mal abwarten, wie die Wahlergebnisse aussehen da in den ostdeutschen Bundesländern. Es ist nicht auszuschließen, dass es irgendwo eine Mehrheit aus AfD und Wagenknecht gibt. Und ich glaube nicht, dass sie die Tollkühnheit besitzt, sich auf so ein Bündnis einzulassen. Aber sie hat damit natürlich ein Druckmittel in der Hand, mit dem sich doch eine ganze Menge erreichen lässt. Und eines muss man natürlich sagen, was die Migrationspolitik angeht, ist Wagenknecht nicht weit von der AfD entfernt. Und was die Russlandpolitik angeht, übrigens auch nicht so. Und das sind schon Veränderungen, die da sind. Und ich habe mich wirklich sehr gewundert über die Tollpatschigkeit von Merz, Zusammenarbeit mit beiden Parteien auszuschließen, also sowohl mit AfD als auch mit Sarah Wagenknecht, weil das ja die Botschaft sendet an alle CDU-Wähler, ihr müsst euch auf ein Bündnis mit den Grünen und mit der SPD gefasst machen. Ne? Und ich glaube nicht, dass große Teile der Wählerschaft, die sie jetzt haben, diese 30% plus, das sonderlich gutieren werden. Denn wenn ich über die Gegenwart in Deutschland nachdenke, eines ist ja der Nenner, auf den man es bringen kann. Die Gesellschaft ist insgesamt, die Wählerschaft ist insgesamt nach rechts gerückt, verglichen zu vor 20 Jahren beispielsweise oder auch vor 15 Jahren. Und die Funktion, die repräsentative Demokratie nun mal hat, nämlich Wählerwillen abzubilden und natürlich vermittelt, institutionell vermittelt und einfach darzustellen und daraus Legitimität zu beziehen, das wird nicht mehr gewährleistet. Es kann auf die Dauer nicht funktionieren, ein Land, das so mehr als 50% rechts der Mitte tickt, mit einer eher links gestrickten Regierung zu versehen und das Ganze dann Demokratie zu nennen. Das läuft so nicht. Und wir sehen in den anderen europäischen Ländern, was natürlich passiert, was die Folge von Brandmauern ist, die Folge von Brandmauern ist, dass noch mehr Leute nach rechts gehen, noch mehr Wähler nach rechts gehen. Das genau. Ist also, was die Parteien der bürgerlichen Mitte angeht, ein suizidales Programm. Man sieht ja, was aus den französischen Republikanern, also den Gaullisten, wie man sie früher nannte, geworden ist. Eine Partei von 7-8%. Das ist das, was am Ende dann dabei herauskommt. Und die Ahnung, dass dieses Schicksal einem blüht, wenn man sich den Wählerströmungen nicht in irgendeiner Weise anpasst, sondern sich von der Linken vor sich hertreiben lässt, also diese Ahnung, hat ja dafür gesorgt, dass Merz überhaupt Parteivorsitzender wurde bei der CDU. Das ist ja völlig klar eigentlich, dass man mit so einem Angela Merkel-Wiedergänger nicht reüssieren kann über 20-25% vielleicht hinaus und mit sinkender Tendenz. Aber was ist er dann? Ist er ein Anti-Merkel? Ja, es ist schwer zu sagen, was er ist. Ja, ich habe heute in irgendeiner Zeitung gelesen, ja, er neigt hin und wieder zu Kontrollverlust. Ich würde es anders nennen. Es ist so eine gewisse Tollpatschigkeit. Also diese Äußerung, ich arbeite weder mit AfD noch mit Sarah Wagenknecht zusammen, Klammer auf, damit ist klar, dass wir es mit den Grünen machen. Das ist ja taktisch nicht geschickt. Ja? Ich will nochmal zurück auf Friedrich Merz und natürlich auch Wagenknecht, weil weder Friedrich Merz ist die CDU, noch ist Sarah Wagenknecht das Bündnis Sarah Wagenknecht. Damit meine ich, dahinter sind natürlich Menschen wie Daniel Günther oder eben auch Hendrik Wüst, die natürlich darauf lauern, Merz so als Anti-Merkel zu Fall zu bringen. Und beim Bündnis Sarah Wagenknecht sind natürlich sehr, sehr viele wirklich, ich will auch gar nicht Linke jetzt als Kampfbegriff ins Feld führen, aber Menschen, die auch im Bundestag saßen 2015, die im Bundestag saßen 2018, 19, während Corona im Bundestag saßen und doch sehr stromlinienförmig mitgelaufen sind mit der Merkel-Politik. Und Sarah Wagenknecht, wie Harald Martenstein gesagt hat, ist sehr luzide, ist eine sehr, sehr gute Politikerin. Aber eben sie hat einen Hinterhof, der meines Erachtens die Brandmauer zur AfD noch sehr stabil halten wird. Also deswegen wird, und das ist ja das Faszinierende, die Brandmauer wird immer nur dazu dienen, dass die CDU mit linken Parteien koalieren muss. Und damit meine ich jetzt nicht nur die SPD, sondern auch die Grünen oder eben das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist fast wie so eine Schicksalhaftigkeit. Ich möchte auch noch was dazu sagen, ja, weil ich fühle mich vielleicht auch ein bisschen missverstanden, vielleicht habe ich zu sehr geschimpft. Die direkte Auswirkung einer Wahl, vielleicht bin ich da altmodisch, ja, aber ich stelle mir das immer noch so vor, so wie es bei der Bundestagswahl eigentlich so ist, also wenn man eine repräsentative Demokratie hat, dass man ein Parlament wählt und dass man aber vorher so ungefähr, die Parteien stellen ja auch einen Kanzlerkandidaten auf, dass man so ungefähr weiß, bei dem und dem Ergebnis wird der und der wahrscheinlich Bundeskanzler werden und die Regierung wird so und so aussehen, weil man sich ja auf die Politikeraussagen vorher verlassen kann. Jetzt wird hier um Kandidaten gestritten. Also die CDU hat ja lustigerweise die Frau von der Leyen gar nicht plakatieren wollen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dabei geblieben ist.
sonst hat kaum jemand großartig mit seinen Spitzenkandidaten geglänzt. Auf jeden Fall, ich frage jetzt nochmal, wo ist da jetzt diese direkte Auswirkung, also oder wo ist da die Sicherheit eines Wählers, wenn ich jetzt hier meine Stimme abgebe, kommt das und das dabei raus? Oder ist es jetzt wirklich so, und das geschieht ja offen, dass in den Hinterzimmern jetzt geschachert wird, ja, gucken wir mal, vielleicht arbeiten wir jetzt doch mit denen zusammen, was wir vorher ausgeschlossen hatten. Also der Wähler kann sich doch auf gar nichts mehr verlassen. Natürlich hat es Auswirkungen, ja, also die SPD, die in Schockstarre, würde ich sagen, ja, die Frau Esken hat ja da jetzt auch kürzlich nochmal in der Talkshow ausgelassen, so ganz unschuldig geguckt und gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was wir falsch gemacht haben. Vielleicht sind da wahrscheinlich immer noch auf dem Trip, dass sie ihre Politik besser erklären müssen. Also wie gesagt, ich bin da altmodisch. Ich verstehe unter Demokratie, ich habe hier gewisse Kandidaten oder gewisse Parteien und ich weiß so ungefähr, vor der Wahl gibt es Wahlversprechen und zumindest kann ich darauf hoffen, dass ein Teil davon dann auch umgesetzt wird. Ich erinnere mich mal an die Bundestagswahl, da hieß es vorher keine Impfpflicht, also keine Debatte über die Impfpflicht. Da hieß es vorher keine Waffenlieferungen in Krisengebiete. Da hieß es vorher, der Kanzler für billiges Wohnen, grünes Wirtschaftswunder, günstige Energie. Was davon ist noch verlässlich? Aber war das jemals verlässlich? Denn ich meine, ich erinnere mich an Mehrwertsteuerversprechungen und lauter so ein Zeug. Also man weiß ja mittlerweile, dass man sozusagen hintergangen wird, Harald Martenstein. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Also Wahlversprechen hatten immer die Tendenz dazu, also den Wahltag nicht allzu lange zu überleben. Aber es ist schon auf der anderen Seite richtig, dass es so etwas wie einen grundsätzlichen Glaubwürdigkeitsverlust in dieses System der repräsentativen Demokratie gibt, aus den gerade eben geschilderten Gründen, auch von meinen Mitdiskutanten geschilderten Gründen, dass man eben nicht mehr das Gefühl hat, mit seiner Stimme einen zumindest indirekten, weit gefassten Einfluss auf das zu haben, was so an Regierungsarbeit anschließend geleistet wird. Für mich war bei dieser Wahl auch ein, wie für die meisten, ein überraschendes Ergebnis, dass bei den Jungwählern 16 bis 25 oder 26 sowas, AfD und CDU Seite an Seite schreitend, also ohne Brandmauer in diesem Fall zwischen denen, also die erfolgreichsten Parteien gewesen sind. Das hat ja auch bei der politischen Konkurrenz für allergrößte Bestürzung gesorgt, dieses Ergebnis. Dann hat man sich nun wirklich Mühe gegeben, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken gegen den Widerstand der Konservativen. Und jetzt wählen die sie dann auch noch am stärksten von allen Gruppen. Ich meine, was wird passieren, wenn diese ganzen Bemühungen um die leichte Spracheempfänger dazu führen, dass die leichte Sprachesprecher und Hörer auch massenweise rechts wählen? Ja, das ist Undankbarkeit, ja, das ist so ein bekanntes Phänomen. Es ist ja auch so, dass bei den jungen Menschen mit Migrationshintergrund die politischen Vorlieben ja offenbar auch etwas anders sortiert sind, als man sich das auf der linken Seite des Spektrums wünschen würde. Die Leute, die schon etwas länger in Deutschland leben, wie man gern sagt, und sich in diesem Land angepasst haben und in diesem Land Karrieren gemacht haben, die haben in der Regel wenig Sympathien für Leute, die aus Afghanistan kommen, sagen, sie sind politisch verfolgt und keine Papiere haben und dann vielleicht ein paar Monate später oder zwei Jahre später irgendwie eine Gartenparty im Schrebergarten mit ihrem Messer besuchen. Ja, da gibt es keine Sympathien dafür. Und um zu den jungen Leuten zurückzugehen, also ich spreche die ganze Zeit über Glaubwürdigkeitsverlust und über sozusagen Wählerbewegungen weg von den Parteien, die dieses Land eben über Jahre hinweg geprägt haben. Die jungen Leute sehen natürlich auch 16 bis 26, was auf den Schulhöfen passiert, auf denen sie sich zum Teil noch bewegen. Sie sehen, wie das Nachtleben sich verändert hat, weil in bestimmten Vierteln es gefährlich ist, um 2 oder 3 Uhr unterwegs zu sein, wo das Leben dieser Generation sich ja teilweise zu diesen Uhrzeiten eben abspielt. Und sehen natürlich auch, was mit ihren Zukunftschancen passiert, wenn es die guten Jobs, die gut bezahlten Jobs, die Aufstiegschancen weniger gibt, weil die deutsche Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Also man hat sich
komplett verschätzt, als man dachte, diese jungen Leute, die sind dadurch zu begeistern, dass wir ihnen Sendungen in einfacher Sprache vorsetzen, also um nur mal dieses Beispiel zu nehmen. So, jetzt sind wir schon bei den Messermännern, also Messermänner darf man auch nicht mehr sagen, nicht mal eine Parlamentarierin darf das im Deutschen, ich glaube es war Alice Weidel. Ne? Messerpersonen wollte ich sagen, Messerpersonen. Das führt natürlich direkt und das Beispiel, was Sie gebracht haben, da mit dem ungebetenen Besuch, der auch schon ein Todesopfer gefordert hat, da in Wolmirstedt, heißt es, glaube ich, in Sachsen-Anhalt. Das war jetzt nur der allerletzte Fall in einer Nachricht. Das führt uns zur Europameisterschaft im Fußball und es führt uns auch zu einer Sache. Ja, das würde ich gerne mal wissen. Jetzt hat dieser Antonio Rüdiger ja schon wieder seinen Finger gereckt und alle stehen dabei und sagen, da ist nichts, das ist irgendwie normale Gebetsgeste. Wie ist das einzuschätzen? Ja, ich möchte den Antonio Rüdiger ein bisschen verteidigen. Ich habe ein paar Interviews und Wortmeldungen von ihm mitbekommen. Also für mich deutet nichts darauf hin, dass der Mann ein Islamist ist. Und diese Geste, die ja zweifellos auch von fragwürdigen Kreisen verwendet wird, scheint, ich muss mich da auf die Information aus dem Munde von Rüdiger verlassen, ja auch bei ganz zivil eingestellten frommen Muslimen irgendwie gang und gäbe zu sein. Also ich finde, wir sollten die Grundtugend der Liberalität nicht leichtfertig aufgeben. Ja, ich lasse mich also von einem ausgestreckten Finger dieses sehr, sehr guten Fußballspielers also nicht aus der Spur tragen. Also da muss man mal abwarten, ob da noch irgendwas anderes nachkommt an vielleicht Islamismus verherrlichenden Äußerungen und dergleichen hat man von ihm bisher überhaupt nicht gehört. Also ich bin da dafür, die Kirche im Dorf zu lassen oder die Moschee im Dorf, je nachdem. Mhm. Henning? Ja, also ich weiß von einem Fall, da haben drei Flughafenmitarbeiter eben diesen Finger gezeigt auf einem Foto, haben das auf Social Media gepostet. Dieses Foto wurde auf Social Media gepostet. Der Staatsschutz hat ermittelt und diese drei Flughafenmitarbeiter, die wurden entlassen. Ich weiß vom Titelbild des Bayerischen Verfassungsschutzberichtes 2022, wo es eben um die Symbolik des Islamismus unter anderem geht. Und das Titelbild ist mit diesem Finger. Der Finger ist besonders groß auf diesem Titelbild platziert. Das sind noch andere Schriftzüge, halt IS, was man so kennt, die Islamistenflaggen etc. Und unter anderem ist auch dieser Finger platziert. Und was mich stört, wären Doppelstandards oder sind Doppelstandards, weil es sind ja offensichtlich Doppelstandards. Der Finger der drei Flughafenmitarbeiter, der wurde damals medial skandalisiert. Die wurden entlassen. Das fand, da hat keiner sich irgendwie beschwert drüber, dass es irgendwie ein Fehler gewesen oder ein Fehler ist oder dass der Finger ja in Ordnung ist. Also wenn es da Doppelstandards gibt und die scheint es zu geben, das stört mich und ich möchte das schon geklärt haben. Was ist jetzt mit diesem Finger? Also ist es wie so viel in rechtlichen Sachen häufiger, wie es in letzter Zeit vorkommt, auch beim Volksverhetzungsparagrafen scheint es ja so zu sein, dass es drauf ankommt, wer was sagt oder wer welchen Finger zeigt und das kann nicht sein. Markus Fahlefeld. Ja, ich finde trotzdem diesen Finger und vor allen Dingen auch, dass es ein offizielles DFB-Foto ist, wo Antonio Rüdiger seinen Finger zeigt, eher als ein Phänomen einer Gesellschaft, die nicht weiß, was wirkliche Toleranz bedeutet. Toleranz bedeutet eben nicht, dass man islamistische Grüße machen kann, dass das mit dem DFB-Trikot einfach nicht vereinbar ist. Und das ist auch ganz selbstverständlich. Aber wir leben einfach in einer Gesellschaft, und ich fand vorgestern das EM, die EM-Eröffnungsfeier, da auch sehr viel sagen, weil der Kommentator sagte, als die deutsche Nationalhymne anfing zu spielen, Einigkeit und Recht und Freiheit und vor allem Vielfalt. Das heißt, Vielfalt ist viel wichtiger als Einigkeit und Recht und Freiheit. Und wir sind halt bereit, unter diesem Staatsdogma Vielfalt alles gut zu heißen, auch wenn es uns on the long run bedroht oder sogar zerstören wird. Und das ist eine Art der Schizophrenie in Deutschland, finde ich, die sehr stark zugenommen hat oder sehr weit um sich gegriffen hat. Dafür gibt es sicherlich viele Erklärungen, die natürlich dann etwas schwieriger wären und sicherlich auch mit der deutschen Geschichte zu tun haben, aber sicherlich auch mit dem ganzen Geisteshorizont, in dem wir uns gerade bewegen, der für Identitäten eher wenig übrig hat.
Es gibt ja auch, Stichwort Paralleluniversum, zu dieser Fußball-EM ein Kulturbegleitprogramm ganz in der Nähe bei Ihnen, Harald Martenstein in Berlin nämlich. Und das ist ja wirklich von der Grundtendenz her schon recht erstaunlich, nicht? Also was da alles geboten wird, in einer Reihe von Podiumsdiskussionen und Workshops diskutieren FußballerInnen sowie AktivistInnen, FußballhistorikerInnen, WirtschaftswissenschaftlerInnen und MedizinerInnen über Themen wie Hate Speech, Gender und die großen Geldflüsse im Fußball. Super. Ja. Also ich bin da in einem inneren Zwiespalt immer bei solchen Debatten, weil ich versuche, mir die Liberalität nicht von illiberalen Kräften abknüpfen zu lassen. Also die Illiberalität anderer sollte man nicht zum Anlass dazu nehmen, selber illiberal zu werden. Und wir werden in diesem Land, egal wie es weitergeht, wir werden eine Gesellschaft sein, in der viele Muslime leben. Das ist eben so. Ja, ich würde wirklich allen raten, sich mit diesem Gedanken anzufreunden, denn es ist nicht zu ändern. Wir müssen lernen, miteinander auszukommen. Und das kann nur funktionieren, indem beide Seiten, das muss man vielleicht zweimal sagen, beide Seiten ein gewisses Maß an Liberalität und an Duldung füreinander aufbringen. Und diese Duldung, die man natürlich ganz entschlossen, viel entschlossener als das im Moment gemacht wird, von Muslimen natürlich fordern muss, die muss man von der anderen Seite natürlich auch bereit sein aufzubringen. Deswegen lasse ich mich nicht von einem erhobenen Finger irgendwie aus den Gleisen tragen. Was diese Verballhornung der Nationalhymne angeht, muss ich sagen, wenn so jemand etwas gesagt hätte vor 10, 15 Jahren, hätte ich mit den Achseln gezuckt und gesagt, na ja, der sieht das halt so, das ist vielleicht ein bisschen bizarr und so, aber soll der mal machen. Aber für Liberale wie mich, so definiere ich mich jedenfalls, ist die Lage deswegen so schwierig geworden, weil man ja das Gefühl hat, einem allumfassenden Umerziehungsprogramm ausgesetzt zu sein. Und das, was Sie ja gerade erzählt haben von dem Kulturprogramm des DFB, das sieht ja ganz so aus. Ja. Und da kommt man natürlich an einen Punkt, wo man sagen muss, um die Freiheit zu verteidigen, muss man manchmal Freiheiten von Menschen einschränken, die sie einem halt partout nehmen möchten. Herr Martenstein, es gab ja jetzt wirklich vor ein paar Wochen ein Geheimtreffen, also eigentlich sogar schon zwei, glaube ich, eins im Januar und dann eins im Mai, und zwar mit dem Innenministerium und einigen islamischen Verbänden, wo das Innenministerium darauf hinweisen wollte, dass doch der Antisemitismus in den muslimischen Verbänden eingedämmt werden sollte. Und es war sehr ernüchternd, wie es heißt. Es waren insofern Geheimtreffen, als sie nicht an die Öffentlichkeit sollten. Die Welt hat einen größeren Artikel darüber gebracht, weil sie eben dann aus verschiedenen Wortmeldungen und Zeugenaussagen darauf schließen konnte, wann diese Treffen stattgefunden haben. Es gibt keine offiziellen Mitteilungen darüber, weil eben das Innenministerium nichts darüber verlautbaren lassen will. Aber die Bereitschaft in den muslimischen Verbänden, also vor allen Dingen, das sind verschiedene, die großen gewesen, auch wenn jetzt die DITIB nicht dabei war, gegen den Antisemitismus aktiv, proaktiv vorzugehen, ist sehr gering. Einfach, weil sie das gar nicht als Problem sehen. Sie fühlen sich als Opfer, dass eben seit dem 7. Oktober sehr viel Islamfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft gibt. Und das ist, finde ich, so eine Umkehr. Und das hat auch was mit dem Paralleluniversum zu tun. Ich glaube, dass man da eben, ja, auf eine Art, also ich kann es für mich sagen, Sie sagten selbst gerade Umerziehungsprogramme, die man dann eben spürt, und man spürt die Absicht und ist sehr verstimmt. Und ich merke das auch. Ich finde, von der deutschen Politik kommt zu wenig klare Ansage, was hier erwartet wird, auch von denen, die neu bei uns sind oder von mir aus auch länger schon da sind, aber eben aus einem anderen Kulturkreis kommen. Und das kann natürlich nur ein Land machen, das auch eine Identität hat, das auch vielleicht eine positive Rückmeldung zu seiner Identität, auch zu seiner Vergangenheit hat. Und da fehlt uns einfach sehr Erhebliches. Herr Martenstein? Ja, ich kann dem nur weitgehend zustimmen. Was die Situation so schrecklich macht, aus meiner Sicht so schrecklich macht, ist dieses neu entstandene, oder vielleicht gab es das auch schon länger, dieses Bündnis zwischen antisemitischen, vom Islam geprägten Strömungen und einem Teil der akademischen Linken. Und ich muss sagen, das ist etwas, was ich für unmöglich gehalten hätte. Ich bin da zu optimistisch gewesen, muss ich selbstkritisch sagen. Ich hätte nie gedacht,
dass Antisemitismus in diesem Land wieder so etwas wie eine Massenbasis bekommen könnte. Ich meine, dass es immer so ein paar Judenhasser und ein paar Antisemiten in diesem Land gegeben hat, so eine Handvoll Prozenten, das ist mir schon immer klar gewesen. Aber dass da Tausende auf die Straße gehen und antisemitische Parolen rufen und dass dann nicht irgendwie ein Sturm der Entrüstung durch dieses Land raust. Ich meine, ich bestreite nicht, dass es ein bisschen Entrüstung gegeben hat, aber jedenfalls hat man das doch für meine Begriffe erstaunlich gelassen hingenommen. Und das steht quer zu allem, was ich, ehrlich gesagt, was ich über Deutschland zu wissen glaubte. Ich dachte, wenn dieses Land gegen irgendetwas imprägniert ist, wenn es vor irgendetwas wirklich sicher ist, dann nicht vielleicht vor einer Diktatur, nicht vor einem autoritären System und so weiter. Das habe ich alles nicht für undenkbar gehalten. Aber doch wohl gegen Antisemitismus ist es doch wohl imprägniert. Das habe ich für gesichert gehalten. Und dass das in diesem Land wieder möglich ist, das ist wirklich zum Verzweifeln, finde ich. Lieber Gotthold Ephraim Martenstein, so habe ich Ihre Intervention, die pazifierende Betrachtung der Tatsache, dass wir jetzt doch relativ viel mit einer Religion zu tun haben, die übersetzt Unterwerfung heißt. Mich würde interessieren, wie sieht das denn aus mit Corona? Ist das auch eine Sache, wo man sagt, ja, das war halt jetzt mal so und jetzt müssen wir Frieden finden? Oder gibt's da noch Reste, wo man einfach nicht drüber hinwegkommt auf diese freundliche, martensteinsche Weise? Ja, bei Corona muss ich sagen, dass ich selbst relativ lange mitgegangen bin mit diesen Corona-Maßnahmen. Ich habe also war ganz folgsam und bin über die Ergebnisse, die dann so im Nachhinein nach und nach sichtbar wurden, ziemlich bestürzt. Aber das, was mich von Anfang an oder jedenfalls nach einer gewissen Anzahl von Monaten gerade so angeekelt hat, war der Umgang mit den Leuten, die es anders sahen. Ich habe mir gesagt, wenn in Deutschland den Leuten Grundrechte genommen werden und Menschen gehen auf die Straße, um gegen den Verlust von Grundrechten zu protestieren, dann ist das doch auf jeden Fall beruhigend. Ja. Also unvorstellbar wäre doch für mich, dass in Deutschland Grundrechte eingeschränkt werden und alle sagen, okay, prima, sind wir die Grundrechte endlich mal los. Ja. Und dieses Nein sagen dürfen, ist ja unabhängig davon richtig, ob man dem Nein in jedem Fall zustimmt oder nicht. Man darf Nein sagen und das ist ein Grundrecht. Und das hat mich sehr mitgenommen in dieser Corona-Zeit. Und diese halbherzige Aufarbeitung befriedigt mich überhaupt nicht. Es hat ja jetzt vor einiger Zeit in der Welt einen Artikel von Herrn Brüggemann gegeben, der ja diese Schauspieler-Videos organisiert hat. Prominente Schauspieler haben so maßnahmenkritische Filme produziert und die wurden ins Netz gestellt. Und Brüggemann wurde als der Drahtzieher da beschuldigt und mit Dreck beworfen. Und jetzt hat er einen offenbar guten Roman geschrieben, der von den Verlagen gelobt wird, an die er dieses Manuskript geschickt hat. Aber die Verlage sagen, wir wollen diesen Roman nicht veröffentlichen. Er ist gut, aber wir wollen ihn nicht veröffentlichen. Wir haben Angst, dass wir dann selbst auch an den Rand der Gesellschaft plötzlich gedrängt werden. Und das, nachdem nun Corona eigentlich zu den Akten gelegt ist, nachdem klar ist, dass die Maßnahmenkritiker in mehr als einem Punkt nicht falsch lagen. Das heißt, die Tatsache, Recht gehabt zu haben in mancherlei Dingen, schützt einen nicht davor, hinterher nach wie vor in irgendeiner Weise drangsaliert zu werden. Und das wiederum erinnert mich auf eine ganz fatale Weise an die Geschichte der KPdSU. Ja, wenn man da die Parteilinie von 1936 bereits 1932 verfolgt hat und nicht erst 1936, wenn Friedrich in Stalin das verkündet hat, dann hat einem das überhaupt nichts geholfen. Man musste eben immer die jeweils aktuelle Linie vertreten und es nützte einem überhaupt nichts, wenn die Geschichte einem nachträglich recht gegeben hat. Henning, du warst einer der frühen Neinsager, deswegen eher 1932, also falsche Linie. Wie siehst du das jetzt? Ja, da bin ich manchmal genauso fassungslos, wie wenn ich mir diese EU-Wahl anschaue, also die Aussagen, die da kommen. Und Herr Martenstein hat sich da jetzt auch noch sehr milde ausgedrückt. Es ist wahrscheinlich schwierig, vielleicht Geimpfter oder als jemand, der da von dieser Kritik, von dieser Diffamierung, Diskreditierung etc. selbst betroffen war. Da steckt mehr drin. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Leute wie mich, die da eben an die Öffentlichkeit gekommen sind, sondern ich denke, jeder maßnahmenkritische Mensch
der vielleicht auch gesagt hat, diese neuartige mRNA in Anführungsstrichen Impfung ist nichts für mich. Jeder, der das offen vertreten hat in seinem Familien- oder Freundeskreis, ist wahrscheinlich diskreditiert und diffamiert worden. Und das sind tiefe, tiefe Wunden entstanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel auch Ungeimpfte, die so ein bisschen Rest von Selbstachtung haben, sich nochmal vorstellen können, die Parteien da zu wählen, die für die Impfpflicht eingetreten sind. Und ich glaube, so langsam, kurz vor der EU-Wahl, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass in den Parteien, die diese ganzen Maßnahmen zu verantworten hatten, mit all dem, was das angerichtet hat, jetzt von den wirtschaftlichen Schäden über das Menschenunwürdigste, dass man Menschen alleine hat sterben lassen, da ist jetzt eine Zahl rausgekommen, 310.000 Menschen sind alleine in den Krankenhäusern gestorben und hatten keinen Besuch. Ja, also dass man eben gemerkt hat, oh, man hat da doch Teile der Gesellschaft, das sind ja doch ein paar Millionen, ja, die Ungeimpften mal zumindest. Man weiß ja nie, wie viele Maßnahmenkritiker es gab. Die Schätzungen von den Demos, die waren dann doch ein bisschen lächerlich, auch immer, wenn man so gesagt hat, es waren da 20.000 in Berlin, das glaube ich nicht, waren schon ein paar mehr. Also man hat da wieder einen großen Teil der Gesellschaft einfach so komplett ausgestoßen, so ähnlich wie 2015, wo auch nicht jeder, der diese Migration kritisch gesehen hat, gleich ein Nazi war. Ich habe mir erst kürzlich mal diese Forderungen von Pegida, ja, ich will jetzt nicht sagen, wer da jetzt Mitglied war oder im Vorstand oder wer sich das ausgedacht hat, aber einfach diese Punkte, was die gefordert haben, das habe ich mir nochmal durchgelesen. Und ich habe diese Kritik gegenüber Pegida habe ich akzeptiert und habe die nicht großartig hinterfragt. Und wenn ich mir aber die Punkte heute durchlese, dann, also heute würde man, glaube ich, niemanden dafür steinigen, der das fordert, ja. Und Corona ist ganz was Ähnliches und so schafft man es Stück für Stück immer größere Teile der Bevölkerung doch wirklich dahin zu kriegen, dass die sagen, ich mache kein Ehrenamt mehr, ich mache für diesen Staat gar nichts mehr, ich wähle diese Parteien nie wieder. Wie gesagt, das hat tiefe Wunden hinterlassen. Bei vielen Menschen davon bin ich sehr überzeugt, auch bei mir. Markus Fahlefeld, ein Schlusswort. Ja, das ist ein großes Thema. Wie gesagt, wir hatten schon oft natürlich auch hier drüber gesprochen. Ich habe natürlich mich selbst auch gefragt, was ist eigentlich dieser Dreischritt, den wir erlebt haben? Weil das ist für mich der Entscheidende. Ich bin ja nicht der Überzeugung, dass wir zu einer Corona-Aufarbeitung kommen werden, weil wir einfach einen Menschenschlag haben, der nicht nur die Macht übernommen hat, sondern eben auch so fast ein herrschendes Menschenbild geworden ist. Und es gibt trotzdem einen Gleichschritt und der heißt Klima, Corona, Krieg. Und ich glaube, das ist aus einem Bewusstsein heraus und Corona war da wie so ein Zwischenschritt. Hans Blumenberg hat 1986 ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt Lebenszeit und Weltzeit. Und er schildert da wie so den soziopathischen Charakter, für den die eigene Lebenszeit mit der Weltzeit zusammenfällt. Also wenn man stirbt, geht auch die Welt zugrunde. Wir haben über Jahrhunderte ein Bewusstsein tradiert, wo ganz klar ist, dass wenn man stirbt, geht die Welt weiter, aber man kommt dann selbst in den Himmel oder so. Aber es gibt, glaube ich, wirklich immer mehr Menschen, das hat natürlich etwas mit der geistigen Entwicklung zu tun, die die Lebenszeit und die Weltzeit in eins setzen. Es gibt eben auch keine Sachen mehr, in die man geworfen ist, keine Familie, kein Geschlecht und so weiter. Man ist ja sozusagen so frei, dass man auch alles, was vorbestimmt ist, eben überwinden kann. Und ich glaube, dass dieser Menschen Typus, den ich mal den soziopathischen nenne, Hans Blumenberg nennt ihn gar nicht so, aber ich den soziopathischen nenne, der eben auch in so Klimasekten wie Last Generation, die ja ganz klar apokalyptische Sekten sind, der hat im Augenblick die Herrschaft über den Westen übernommen. Und das Phänomen an dem ist, dass er für kleine Gefahren, sei es jetzt, dass man nicht mit dem richtigen Genderpronomen angesprochen wird oder wenn es eine bestimmte Art Fremdenvorsicht in der Gesellschaft ist, dass es gleich die größte rassistische Gefahr ist und so weiter. Also dass kleine Gefahren aufgeblasen werden zu Weltuntergängen, aber mit den großen Gefahren ganz unverantwortlich umgegangen wird. Also das meine ich auch, das ist auch ein Teil des Paralleluniversums. Die großen Gefahren sind ganz unverantwortlich. Und ja, wären wir jetzt eigentlich, und da sehe ich bei Corona definitiv einen Zwischenschritt, aber jetzt wären wir eigentlich schon wieder beim Ukraine-Krieg, wo ich vieles gar nicht so schlecht finde, was zum Beispiel Pistorius macht. Aber es gibt eine Art der Kriegslüsternheit. Gerade bei Grünen, die also sozusagen die größte Gefahr im falschen Pronomen sehen, die dann gleichzeitig Russland angreifen wollen. Und da sehe ich eine Diskrepanz, die hat was mit dem Paralleluniversum zu tun, wo man eben eine bestimmte Art der Realitätsverfinsterung hat. Und ich frage mich natürlich schon lange, habe keine Antwort darauf, die befriedigend ist, woher die kommt.
Dann lassen wir die Kriegslüsternheit jetzt so stehen. Wir können vieles nicht mehr, was vielleicht jetzt noch zu sagen wäre, gerade auch im Zusammenhang mit der Ukraine, hier erörtern. Selenskyj hat im Bundestag gesprochen. Ja, das war natürlich auch so ein Punkt, auf den wir vielleicht ein andermal zurückkommen werden. Ich danke Harald Martenstein und Henning Rosenbusch und Markus Fahlefeld. Das war die Sonntagsrunde im Kontrafunk am 16. Juni 2024. Auch Ihnen, liebe Hörer, danke ich. Und zwar für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. Und ich freue mich auf diesen Freitag, wenn wir uns in Dresden treffen bei der Kontrafunk Supergala. Karten gibt's noch unter kontrafunk.radio/supergala. Und damit verabschiede ich mich, wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag. Am Mikrofon war Burkhard Müller-Ulrich.